Wiesna schon lang beim Klausentriebe. Wie jedes Jahr am 6. Dezember bringt schon lang die wilde Klause. Und diesmal haben wir es einmal begleitet, Wiesner. Der Jungsölerverein, der pflegt das Brauchtum, das ja auf eine lange Tradition zurückblickt. Ursprünglich sollte der damit die Berser Geister vertrieben werden in einer langen Winternacht. Bei der ersten friedlichen Dorfrunde, da zeigen sich die Zuschauer noch ihr schönes Häs und ihre lange Rute. Das ist ganz viel anstrengend. Und darum freuen sie sich, wenn sie im einen oder anderen Haus gut bewirtet werden. Und zum Dank wird jetzt noch extra geschert, was wir sogar. Auch in dem Haus kriegen sie was zum Trinken. Doch zuerst geht's einmal mit der Rute noch was auf die Füße. Und wie man sieht, der Springer macht ganz schön durstig. So, nach der Stärkung verschwindet die Klause langsam in der Winternacht. Ich glaube, jetzt ist es noch besser, man lässt sich nur mal durchsehen.